Birkenstocks und Adrenalinrausch sind für Liam Carpenter eine fast alltägliche Kombination. Der 27-Jährige wurde fast über Nacht zum Social Media Star. Ich glaube, ich brauchte 4 Wochen für 10.000. Ja, verrückt. Der Anfang war wirklich verrückt. Vorher war Carpenter Basketballprofi, hat dort in der Bundesliga gespielt und ist für die Liebe in Deutschland geblieben. Seine Frau Valerie hilft ihm manchmal bei seinen TikTok-Videos. Nachdem er 2021 sein erstes TikTok gepostet hatte, ging der Karrierewechsel schnell. Ja, die erste Reaktion war super, 100.000 Aufrufe, aber es war wie ein Drug, ein Adrenalin-Rush. Also ich musste dieses Gefühl noch mal bekommen, Leute glücklich zu machen. Also es war dieses Kreis, also dieser Prozess jedes Mal zu machen. Seither arbeitet er fast täglich an den Videos, in denen er typisch deutsche Klischees aufs Korn nimmt. Dabei sind nicht nur die Birkenstocks ein beliebtes Klischee. In Germany we don't say, wow, it looks really cold outside today. I think I'll keep all the windows shut. We say, Stoßlüften. Schon nach 2 Wochen ist das Video bei 9 Millionen Aufrufen. Das macht Liam auch manchmal ziemlich großen Druck. Also ich mache so viel Spaß, aber manchmal, ja, du merkst, wenn ich poste, nicht jeden Tag. Also ich bekomme dieses Gefühl, oh, ich mache meinen Job nicht. Ich muss etwas posten. Also ich muss, ja, ich brauche dieses Gefühl wieder. Aber er nimmt es gelassen. Und auch bei ihm selbst hat seine Zeit in Deutschland schon Spuren hinterlassen. Ja, also ich komme nach Hause zurück und ich öffne alle Fenster. Ich denke, wow, Liam, was ist los? Ich kann schon frisch hier. Und ja, das Stoßlüften ist auch an mir gekommen. Ja, wichtig.